Auf der Suche nach einer neuen Regierung in Italien hat die Fünf-Sterne-Bewegung ihre Gespräche mit der sozialdemokratischen PD ausgesetzt. Es käme erst wieder zu Verhandlungen, wenn die PD Giuseppe Conte als Chef einer möglichen gemeinsamen Regierung akzeptiere, so Vertreter der Fünf-Sterne-Bewegung. Der parteilose Giuseppe Conte war erst vom Amt als Ministerpräsident zurückgetreten. Die Regierungskoalition zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsgerichteten Lega-Partei war gescheitert. Laut der PD müssten auf dem Weg zu einer alternativen Regierung mit den Sternen noch viele Details ausgearbeitet werden. Unterdessen schloss Lega-Chef Matteo Salvini ein erneutes Bündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung nicht aus. Trotz aller Differenzen zwischen den Verhandlungsparteien fürchtet er, in der Opposition zu landen. Nach Beratungen mit allen im Parlament vertretenen Parteien muss letztlich Staatspräsident Sergio Mattarella entscheiden, ob es eine alternative Regierung oder eine Neuwahl geben wird.